der Festredner gefallen und die Diskussion danach? Wie sehen Sie die Zukunft von Bayern? Also ich fand den Vortrag sehr inspirierend, weil er aufgezeigt hat, woher wir kommen in der wirtschaftlichen Entwicklung und wo wir uns in der Zukunft hinentwickeln könnten. Und was meiner Meinung nach in der Diskussion sehr schön rübergekommen ist, dass wir in Schwaben, in Südbayern insgesamt, aber auch vor allen Dingen in Schwaben und bei uns in der Stadt Augsburg, dass wir ganz viele Voraussetzungen haben, um auch den neuen Herausforderungen zu bestehen und vor allen Dingen, dass wir die Chancen ergreifen können, die sich ergeben aus Digitalisierung und anderen Entwicklungen. Gibt es in Augsburg Beispiele, die man da nennen kann? Ich glaube, wir haben ganz viele Firmen in Augsburg direkt, sei das KUKA, sei das aber auch nach wie vor Osram und seine, sage ich mal, Schwester, Tochter, Unterfirmen, wie man das jetzt genau nennen will, die eigentlich auf der Höhe der Zeit sind, die momentan gerade in diesem globalen Markt sich etwas neu in ihrer Rolle definieren müssen, auch durch Eigentümerwechsel. Und auch im Umland, denken wir an Aerocopter, früher Aerocopter, heute Airbus, Helikopter, Premium Aerotech, was wir bei uns in der Stadt haben. Also da ist ganz viel einfach da an hochwertiger Industrie. Da sind wir absolute Weltmarktführer und das ist schon etwas, auf dem wir aufbauen können. Vielen Dank. Jo, bitteschön. Gerne, ebenso.